Ich glaube, das ist ein allgemeines Problem, nicht nur bei mir. Fliegt man einfach raus vom Büro. Ja, auch rausgeflogen. Wieso sind jetzt meine Gärten da weg? Da ist ein Problem. Ich habe keine vier, nichts mehr. Jetzt brauche ich noch mal danach. Schärfe ran von Kanzlerkrabben.
so. Ungefähr 220 Minuten mit einem Arbeitstempo von 50 mit 100% Anbau. Mithril-Kristall. Was gibt's ja da unten? Hab ich erst mal abgebaut. So. Kann ich eigentlich nur braucht weiches Leder. Exzellentes weiches Leder. Da braucht Achtleder. Mithrilkristall. Ich da rein.
Pfade, so ist du. Noch. Also gut. Okay. Und jetzt, wie komme ich da rein? Weiß das einer zufällig? Brauche ich da welche Bank jetzt? Pferde. Bank. Uli, grüß dich nochmal. Ich wollte jetzt so eine Pferdeausrüstung machen. Und hab das jetzt auf Stufe 3 gepimpt, gell? Das Haus. Brauche ich da jetzt eine Werkbank, oder? Wahrscheinlich.
Ja, das geht mit Arbeiter und Lager. Okay. Also ich muss dann Arbeiter auch noch anstellen. Tarif. Jetzt ein Tarif, mehr Lager. Menschenarbeiter, oder? Normaler. Ja, okay. Aber das ist normaler Menschenarbeiter, oder? Eine Frage, bei mir ist die ganze Leiste hier weg. Weiß nicht wieso. Die Gärten, die Arbeiter, alles ist weg. Die Fee. Das bei dir auch weg? Oder nur bei mir? Ich habe nichts getan. Zweimal Absturz gemacht. Zweimal Absturz. Was jetzt? Ich habe sonst nichts getan. Thank you.
Jetzt ist das da wieder. Okay, ich brauche Beitragspunkte. Auch noch Beitragspunkte. Keine Ahnung, zweimal. Ich habe auch gesehen, dass etliche dann weggeflogen sind, also. Sind etliche rausgeflogen, auch von den anderen Streamern. Hexengerichte haben wir draußen. Brauchen wir auch noch mal. So viel habe ich jetzt nicht. Da komme ich nicht aus. Muss ich jetzt schaden. Moin! Grüß dich! Aber was hast du denn da, was hast du denn da verbunden? Wo denn? An den Hof. Bei dem oben in den Olvia. Hof verbinden oder nicht? Bitte? Du willst doch den Hof verbinden. Ja. Muss ich noch machen, ja. Aber ich werde wahrscheinlich die da oben wegtun. Kasterhof und Wolfshügel. Die brauche ich nicht. Trauben. Kann ich ja nachher. Du kannst auch einen anderen Weg gehen von Tarif. Wie gesagt, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Da ging aber nur der hoch da. Nee, da gibt's entweder was zwei Möglichkeiten oder drei Möglichkeiten von Tarif. Ja, da. Die da, achso. Und der da. Ne, die gehen da runter.
der 1, 2, 1, 2, 3. Ach was. Rückerstattung. Du kannst das auch oben von den Hof Kuschka machen. Der geht da runter. Das geht nicht anders. Der geht da runter. Der will da. Wenn ich darüber gehe, brauche ich zwei. Und da brauche ich auch wieder einen. Und da brauche ich dann wieder zwei wahrscheinlich. Ich brauche immer noch drei. Ah, es kommt drauf an, was du da abbauen möchtest, ja? Nee, nur die Pferde. Pferdeding da machen. Das Pferd machen. Ja gut, du hast jetzt unten den Hof verbunden, ja? Ich kann da hochfahren. Von Tarif. Ja. Ja? Wenn du über den Hof gehst, dann geht's über das Hochland, dann geht's über die Lava-Höhle und dann geht's erst darüber. Nee. Ja? Es geht darauf. Hochland und dann direkt Bartali. Ja? Altstein. Aber wenn ich da draufklicke, dann zeigt er da oder da. Also ich komme so hoch oder so hoch. Ist aber komisch. Ja. Nicht komisch, das ist so. Es geht nicht anders. Anna, bei mir ist es über Tarif, den Hof, über den Hof, dann geht das auf das Azulas Hochland und dann geht's auf die Lava-Höhle. Ja, und dann geht's erst rüber. Von der Lava-Höhle komme ich gar nicht rüber. Da geht's bloß nach rechts. Also du... Keine Ahnung, du müsstest... Nee, ich muss schauen, Beitragspunkt. 3,57, ich komme nicht mehr her. Ich muss da etwas abbauen. Also etwas stoppen. Ich muss die da stoppen. Und ich brauche Traum. Oder ein paar Lager verkaufen. Nee. Oder zu viel Lager hast. Einfach ein paar Lager zurückbauen. Und danach wieder nehmen. Und dann kannst du die denn später wieder einsetzen, naja klar. Ja, zum Beispiel in Olbia brauchst du doch nicht komplett die ganzen Lager, was du da hast. Doch. Ja, jetzt nicht. Ich hab da nichts gekauft. Hast du kein Lager in Olbia? Behausung? Nicht, ja gut, okay, ich sehe ja bloß Haus. Holzfällen? Nee, kein Haus. Ist gekauft. Behausung. Aber eine Behausung könnte ich zurückgeben. 1, 6, 6, 2, gebe ich zurück. Kauf. Das ist richtig, aber... Du musst zuerst das Haus verkaufen, wo drauf steht verkaufen, was als erster kommt. Ja, habe ich schon. Ja. Okay, die zwei Arbeiter sind trotzdem noch, okay. Ja. So, jetzt sind wir da hoch. Das hast du zwei Punkte ja wieder gekriegt, oder? Ja, ja. Zwei Punkte hast du wieder gekriegt. Und da hoch. Jetzt können wir da rüber gehen. So, jetzt hat's geklappt. Richtig. Jetzt hat's geklappt. Tack, tack, tack. Ja. Erkundungsboot eingerichtet.
machen wir die wieder runter. Ach so, willst du rübergehen? Ach so. Den habe ich nie verbunden, den Hof. Hast du nie keine Pferde? Hast du keine Pferdeausrüstung? Nö. Ah, okay. Und dann habe ich bloß die grüne. Ich hole die jetzt, weil ich ja die AK möchte haben. Ja, na, da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ja. Weil ich habe die Beitragspunkte für was anderes genutzt, ja. Also, setzen wir das alles schon rein da. Nö, das ist mir noch zu kostspielig, weil, ich sag mal so, das zu pimpen. Und das fällt dann wieder runter. Ja. Nee, hab ich keinen Bock auf sowas. Und da es ja Gold ist, da du ja dann auch die komischen konzentrierten Steine brauchst und große Fehlstacks, nein, danke. Ja, mal anfangen muss ich immer. Oder? Anfangen muss ich immer mal. 1, 2, 3, 4. Aber denk dran, du brauchst, wenn du das verarbeiten lässt, 2 freie Plätze, Minimum. Ja, habe ich. 2 freie. Und was brauche ich dann? Menschenarbeiter? Das ist egal, welcher Arbeiter. Du kannst einen weißen Arbeiter, du kannst einen grünen, du kannst einen goldenen, du kannst einen Menschen, du... Das ist kackeal, was du übrig hast. Ah, okay. Da spielt das keine Rolle. Ich hab da Riesenarbeiter. Ah, jetzt gehst du, dann gehst du, das ist kacke, ja. Jetzt gehst du auf den Steinschweifhof über M. Da musst du nicht reinlaufen, da musst du nicht da in die Hütte kommen oder sonst irgendwas. Das musst du gar nicht. Und das kannst du von überall steuern. Du musst nicht gleich einen Erstbesten nehmen, du kannst auch durchseppen. Ja, vielleicht findest du ja einen goldenen. Ja, wenn du den anheuerst, dann kannst du nicht mehr durchsuchen. Ah ja, ich hab den schon genommen. So, jetzt gehst du unten auf Produktion. Bin schon drin, ne? Nicht auf die Symbole, sondern unten auf Produktion, genau, und dann Arbeiter aussuchen. Suche ich nur Wind, du bist ein Wind. Ja, das wird dir dann angezeigt, wenn du den Arbeiter anklickst, dann wird dir das angezeigt. Ja, da unten zeigt, ob wie viel Materialien die da sind oder nicht. Aha. So. Nicht genügend Zutaten. Ach, was habe ich da? Das ist richtig, du musst den Arbeiter anklicken. 80. Was habe ich da noch vergessen? Gesundheit. Danke. 8 oder 80? Stand da jetzt 80? Ja, sonst hätte er nicht gesagt, nicht genug. Von den Grünen sind es 80. 80? Ach. Nicht 8. Ich kam vor, es stand nur 8 da. Und F2. Müssen wir noch kaufen. Die grünen Lockkristalle.
Was brauchst du? Reine Nocksplitter oder was? Ja. 80, 72 noch. Um die AK zu bekommen, das ist. Du musst eigentlich wahrscheinlich alle haben, gell? Um den Z-Bonus zu bekommen, denke ich mal, ja. Ich habe mich da noch nie drum gekümmert, wie gesagt, weil das Pferd ist für mich nur von A nach B zu reiten. Ja, und solange ich das T9 noch nicht habe, kümmere mich auch noch nicht darum. Ja, man kann in der Zwischenzeit die Seelensteine holen und das da, also das wäre. Du meinst die Fragmente? Ja. Ja, na, die hole ich mir nur bei Miromok. Nee, du brauchst ja, da droppen, Wind. Da droppen alle vier Sorten. Ah. Wird nicht angezeigt, ist aber so. Ah, okay. Da brauchst du 1000 Stück. Ja, also ich habe genug von den Baum. Von dem Baumzeug habe ich mehr als genug, aber das braucht man ja nicht. Erde, Wind, Meer. Also, wo ist denn das jetzt da? Ja gut, ich hab auch schon die meisten eingetauscht, also so ist es ja nicht. Ja, ich hab's ja auch eingetauscht. Ich hab ja Steinfutter gemacht da. Also gelb hab ich noch ein paar. Dann weiß und blau. Ja. Also aber Stufe, wie gesagt, ich krieg die meisten eigentlich immer nur bei dem Miromok. Den Pferdebonus zu haben, braucht man eigentlich nur das Gesamte, nicht das auf alles auf Pen oder auf alles aufs Maximum, oder? Na, Pen, nee, auf Pen, nee, da musst du das, auf 10 musst du das nicht haben. Warte, jetzt gucken wir mal selber. Ja, dann. Was wäre das dann gut? Na gut, bei 3 Effekten bekommst du so und so viel. Bei 4 so und so viel. Und bei 5, ja. Ja, du, wie gesagt, wenn du die Z-Effekte haben willst, bei 3, 4 und 5 musst du die ganzen Teile haben. Ja, da reicht auch alles auf 0. Ah, okay. Dann muss ich noch 2 holen gehen. Dass ich mal 1 wenigstens habe. Ja. Dann muss ich morgen Schillender Kiesel. Schwemmgold braucht. Achso, nee, das ist der falsche. Stufe 3, Wind. Da brauche ich wieder. Achso, aber ich habe keine Karanda, genau. Karanda sowieso. Also, du brauchst für wie gesagt, wenn du das Tempo anstürmen plus 30% mit Schaden haben möchtest, brauchst du 3 Teile. Ja? Willst du den Niederschlag haben und das Gebrüll des Windes, da brauchst du einmal 4 und einmal 5 Teile. Und wenn ich die AK will? Wenn du die AK möchtest, 5 AK für 10 Verbündete inklusive eigener Char für 30 Minuten, brauchst du 5 Teile. Ah, 5 Teile, okay. Aber dann wird das noch etwas länger. Dann brauche ich da etwas länger. Ja, bevor du die irgendwann mal auf Stufe 10 hast, ich glaube, da vergeht noch ein Jahr. Nee, wieso Stufe 10 brauche ich ja nicht, oder? Nein, ich meine, wenn du die dann irgendwann mal hochhaben möchtest auf Stufe 10 oder wie auch immer. Brauchen wir was, wäre das gut dann? Das kann ich dir, weil weiß ich nicht. Oder können wir ja gleich mal gucken. Was ist der Unterschied zwischen der Stufe 0... Wahrscheinlich schneller oder sowas. Ja, du hast im Endeffekt nur die Ausdauer ist höher, die Bewegungstempo ist nochmal 8% und Wenden 3%. Ja. Wenn es auf Stufe 10 ist, das kostet aber 1,7 Milliarden. Nee, brauche ich nicht. Ja. Ich mach's normal. Und wenn du das ganz normal machst, bis auf 5, ja. Was würde denn, warte mal, Stufe 5, haben wir da hier irgendwas, Stufe 5, Stufe 6,
Stufe 6 würde das 6% Bewegungstempo geben. Ja, da wäre das bei Stufe 5, glaube ich, 5%. Mhm. Ja. Nee, okay. Also ich brauche da eigentlich nur die Karanda. Ich habe nie Karanda gemacht eben. Aber selten. Wie viel Karanda-Augen bekommt man pro Karanda? Ja, das ist unterschiedlich. Manchmal bekommst du eine, manchmal bekommst du drei, manchmal zwei. Mhm. Ja. Aber Karanda. Wenn du großartig Karanda nicht machst, dann machst du es über die Riss. Über die Rissteile. Ja, da brauchst du einen so ein Teil, nee, drei Teile und kriegst eine Aura. Welche Rissteile meinst du jetzt? Die. Na, die Klaue des Risses hier. Ja, wie nennt sich das hier? Hier, das dunkle Rist. Genau, das. Ja, aber die. Da würde ich schon eher die exzellenten alchemistische holen. Ja. Oder? Keine Ahnung. Ja, das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, aber jetzt brauche ich es ja nicht mehr. Ja, ja. Jetzt kriege ich es ja ganz normal über die Alchemie-Siegel. Die Alchemie-Siegel sind günstiger. Als da jetzt. So eine Nische da zu holen. Wie gesagt, müsstest du wissen, ja? Ja, weil da braucht man nur eine Aura. Eine. Das ist ja bei drei Stück. Wären das 90 Teile für 30 Auren. Ja. Eben. Nee. Okay, warte ja, mal. 90, ja, genau. 90 für einmal. Auf drei nützt ja. Mir nichts. Wenn es jetzt etwas nützen würde, würde ich, wenn ich okay noch einer fehlen würde, dann könnte ich sagen. Aber bis dahin habe ich ja, bis ich die ganzen Winddinger zusammen habe, braucht da eh noch um eine Woche wahrscheinlich. Ja. Und dann brauchst du aber genug Fragmente, ja? Ja, eben. Kekse zum Reparieren. Wenn du das irgendwann mal pimpen möchtest. Ja, das ist jetzt nicht wichtig. Wichtig, nur die AK zu bekommen. Das sind alle Teile, das ist richtig. Wahrscheinlich wäre Erde besser gewesen. Das war ein paar Erde. Was braucht Erde überhaupt? Mal schauen. Ja, ich wäre dahin gegangen, wo du am meisten immer bist. Und du bist ja am meisten bei Zaka oder Nuba. Nee. Es geht ja um den Effekt. Ach so. Keine Ahnung, was du da brauchst. Guck da, das. Also. Wind. Also Erde kriegst du Schadensreduktion. Erde braucht Uffin. Oh, Uffin. Habe ich nie gemacht oder selten. Hier sind Leben und Ausdauer. Da muss ich das nächste Uffin machen. Und mehr braucht Sigreizlied, was ist denn das? Ja, das ist hier das komische Item, was du unter Wasser kriegst. Bei Sigreia? Genau. Das ist das goldene Lied da, keine Ahnung, was wie man das nennt. Da muss ich das nächste, muss ich Uffin machen. Warte mal, wie heißt das? Guck mal doch mal. Uffin. Ja, das ist das Lied, ja, was du da für 1 Million verkaufen könntest. Das brauchst du da. Das goldene Teil, das weiß-blaue. Mhm.
Okay, dann haben wir alles. Musst du bloß noch gucken, dass du das eben mal verarbeiten lässt, dann hast du jetzt das erste Teil. Dann kannst du überlegen, ob du das da weitermachst. Nee, wenn, muss ich alle fünf machen, also das brauche ich nicht. Ob du die Schiene da weitermachst oder nicht. Nee, wenn, weil das Teil kostet ja 750 Millionen, ja? Ein Teil? Nee. Das Hufeisen, was du machst, kostet 750 Millionen auf null. Nee. Na doch. Das habe ich jetzt ausgegeben. Warte mal. Das Teil, was du machst, das Windteil. Lustig. Kostet. Mit Mirokmox Cast Level. Genau, das Windhufeisen kostet 750 Millionen auf null. Echt? Ja. Ich habe da nicht so viel ausgegeben heute. Wenn du das kaufen möchtest im Aha. Nein, aha, okay. Ah, okay, aha, schon. Das ist das teuerste Hufeisen. Aha, ist was anderes. Aber sonst bekommst du, was soll ich weiter ausgeben, 100 etwas Millionen. So, wenn du dann den Steigbügel machen möchtest, naja. Da liegt er bei 795 Millionen. Ja? Und ich weiß nicht, was du dafür brauchst. Nee, aber der Einkauf war das nicht so teuer. Gar mal schuppen. Ich hatte ja nur 100 Millionen. Da brief da schon zwei. Naja, der Einkauf ist etwas günstiger, ja. Aber du musst eben gucken, dass du da die ganzen Bosse da machst. Ich glaub, das da und das. Millionen. 200 habe ich gut bezahlt. Ja, musst aber regelmäßig bei den Bossen. Musst aber regelmäßig bei den Bossen sein, ja, dass du auch die Augen da bekommst. Ja, ja, das musst du machen. Ja. Kran, da habe ich jetzt eben. Weiß ich nicht, ob Kran da noch lebt. Lebt er noch? Nee, schon vorbei. Keine Ahnung. 5 nach. Schon vorbei. Ich bin nur am Verarbeiten. Ja, und da muss ich jetzt mal regelmäßig machen. Ja, anders geht's nicht. So, perfekt. Dann haben wir alles. Wieder einen Tag geschafft. So, und dein Arbeiter da verarbeitet das jetzt, ja? Wie lange braucht er? 2 Stunden. Aha. Ist es denn fertig, wenn du denn... Heute haben wir ein bisschen aufgeräumt noch nebenbei. Ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Die Siegel da. Schwarzsteinrüstung. Da hole ich mir Schwarzsteinrüstungen wahrscheinlich. Ja. Ja, wie gesagt, ich würde auch die ganzen Questen, die du da mal angenommen hast, für Zaka oder Nuba einmal erledigen. Und danach, wenn du denn die auch in eintauschen tust, kriegst du dafür Fragmente. Aha. Also wenn du jetzt zum Beispiel die Zaka-Quest angenommen hast, da gibst du 100 Augen ab, ja, kriegst dann eine Kiste. Ja, genau. Und danach, wenn du wieder Augen hast, kriegst du dafür Erinnerungsfragmente. Ah, zuerst immer die Kiste, ja, und dann die... Einmal, du kriegst einmalig eine Kiste und danach kriegst du Erinnerungsfragmente. Ach so. Okay, dann könnte ich die von Kazaka abgeben. Wenn du 100 Teile hast. 58. Ja. Wie gesagt, dann kannst du dir einmal die Kiste holen, dann ist die Quest erledigt. Und wenn du dann wieder 20 Teile hast, kriegst du für jede Aura ein Erinnerungsfragment. 58, 40, 98. Ja, 100 hätte ich schon. Dann hast du die Quest erledigt. So, und das machst du bei jedem da Boss. Ich auch noch mal 60, ja. Ach, und so kommst du auch auf deine Kekse.
Also Offin darf ich jetzt da nicht mehr hernehmen. Dann schicken wir den gleich nach Heidel. Den Offin. Cassandra musst du, kannst du auch nicht mehr hergeben. Das brauchst du jetzt auch. Ja, das habe ich schon alles genommen. Ja. Und Nuva kannst du auch sammeln, kannst du aber dann eintauschen. Kriegst ja auch dann die Kekse. Nuva? Für was? Na, bei Saka gibt's die Kiste. Bei jedem Weltboss, wo es die Augen gibt. Ja, ja. Nee, die sammle ich auch. Und da kannst du jedes Mal die Kekse einsammeln. Das dauert dann. Jetzt werden wir das ein bisschen anfangen und danach werden wir hochleveln. Mit Wins hochleveln. Und dann denkt man morgen, übermorgen, wenn man mit Bene die Twins hochleveln auch. Übermorgen. Morgen haben wir noch ein bisschen aufzuräumen. Es ist Zeit, dass wir das Schiff verlassen. Ja. Ist wieder sehr spät. Sehr, sehr spät. Das pumpt man noch ein bisschen rein da. 20 Uhr weiß ich nicht. Ah, da hat die Quest aber auch nicht gemacht. Danach wollen wir da ein bisschen Questen abräumen da. Dass wir da auch mal Wegs hinterlässt, dass wir da mal Loom haben. Also er hat damals ein bisschen Miromok gemacht. Und wo warst du denn immer? Ackmann drin, wo? Ackmann und Hystria, glaube ich. Nee, ich hab GS, was GS gefragt hat. Hm? Was GS gefragt hat, meinst du? Ja. Ich hab's schon gesagt. Miromox, machst du das? Mit dem schnellsten. Also ja, gut, das haben wir ja denn, das haben wir ja, glaube ich, dann erst später gemacht. Kurz bevor du Level up warst. Nee, ich hab da 60% gemacht. Ja doch, wir waren doch zusammen da. Ja, in den 4 Stunden oder 5 Stunden, wie lange waren wir da? 7 Stunden. Keine Ahnung. Zuerst ein Tag und danach nochmal 2 Stunden oder eine Stunde. Also ich bin den Tag vorher fertig geworden und du warst dann mit Syroth. Genau. Noch am nächsten Tag nochmal 1-2 Stunden. Genau. Das war's dann. Ja? Ich hab 6 Stunden. Also ich war mit dir einmal nur oben. Ein paar Stunden. 10% pro Stunde kannst du rechnen. Den ganzen Loot scrollen. Und Level 40, glaube ich, war es. 46. Das weiß ich nicht. Ich hatte da bloß noch ein paar Prozent. Und da waren aber zu dritt, gell? Drei, was geklopft hatten. Da waren wir mit Syroth zu dritt, ja. Der spielte Warcraft. Warcraft. Na, der war heute online. Der hat irgendwie. Nee, wie heißt das andere Spiel? WoW spielt er. World of Warcraft. Genau, das spielt er. Das hat er heute gespielt. Ja. Da habe ich ihn heute gesehen. So, liebe Leute. Jetzt werde ich euch weiterreichen. Ja. Zum Leben. Oh, Z-Get ist ja wieder da.
Na gut. Dann sage ich mal, man hört sich, man sieht sich. Jawohl, vielen Dank, Uli. War auch kein Thema. Ja. Und wir hören uns. Genau, bis heute Abend. Bis heute Abend. So, liebe Leute, vielen Dank. Und wir sehen uns jetzt rüber zur ZCAT. Und wir sehen uns morgen Abend wieder. Immer ab 8, 9 Uhr. Tschüss, gute Nacht, viel Glück noch. Bleib brav. Lass noch ein bisschen Loot übrig für mich. So, ich bin dann auch mal weg. Bis dann. Ne?